Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Civilization 6. Willkommen mit Queen Elizabeth in Folge, ich glaube, wir sind inzwischen schon in Folge 22 oder 23. Auf jeden Fall zu ungewohnter Zeit, nämlich montags. Ich hatte ja angekündigt, in der Folge, die ja Samstag erschienen ist, da war ich ja schon einen Tag zu spät dran, dass ich dann nächste Woche wieder 4 Folgen bringen werde. Also Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Und das ist sozusagen der Aufschlag dafür, der etwas weitergefüllten Woche mit 19 Videos. Ich werde das nicht dauerhaft mit 4 Videos machen. Auch nicht im 2-Tages-Abstand, weil immer mal wieder so ein bisschen ich euch Zeit geben will, auch mal diesen Zwischenschritt zu haben, ein bisschen mehr Zeit zu haben für die Folgen. Das hatten wir jetzt mit dem Rhythmus Dienstag, Freitag und Sonntag, fand ich eigentlich ganz angenehm, auch für mich vom Aufnehmen her. Aber ab und zu können wir das mal machen, wie es passt. Ja, aber immer mindestens so, dass ich auf jeden Fall, dass ihr die Chance habt, die aktuelle Folge in Ruhe zu gucken und irgendwie noch einen Kommentar abzugeben. Ich nehme jetzt übrigens am Sonntag Vormittag auf für die Montagsfolge, die Montagabend erscheint. Das lässt sich, Montag um 10 erscheint. Das lässt sich jetzt gerade technisch nicht anders machen. Kommentare gab es bis jetzt noch nicht, aber der Plan ist auf jeden Fall klar, wie wir weitermachen. Wir gehen auf den Wissenschaftssieg und ich hatte das letzte Mal vielleicht noch nicht ganz deutlich herausgestellt, warum wir jetzt die ganzen Händler aus London losschicken und was auch immer. Von Frank kam in der vorherigen Folge der Kommentar, eine Megametropole zu machen. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist London natürlich mit Pingala die Stadt, die am meisten Wissenschaft und Kultur produziert. Und Pingala steigert das Ganze ja nicht nur über die Bevölkerung, sondern auch prozentual. Wir können uns gerne Pingala nochmal angucken. Wir haben einmal den Bibliothekar und den Connoisseur und den Erforscher. Der Bibliothekar gibt uns grundsätzlich 15% Steigerung der von dieser Stadt generierten Wissenschaft und Kultur, was schon mal sehr, sehr stark ist. Was aber dazu kommt und warum wir dann London zu einer riesen City machen wollen, ist dementsprechend wegen Connoisseur und Erforscher. Wir kriegen nämlich plus 1 Kultur pro Runde für jeden Bürger in der Stadt und beim Erforscher eben plus 1 Wissenschaft pro Runde für jeden Bürger in der Stadt. Das heißt, da wo Pingala sitzt, muss einfach eine große Menge an Menschen sein, Bevölkerung sein, damit dieser Bonus vom Bibliothekar auch nochmal so richtig reinkickt, diese 15%. Dazu supporten wir das Ganze ja eben mit diesen ganzen Handelswegen, die wir von London aus losschicken. Wir haben jetzt 63 Produktionen in der Stadt, 59 Wissenschaft und 42 Kultur. Und da sieht man mal so ein bisschen, wodurch das alles kommt. Die Nahrung, 52 Nahrung, 32 durch bewirtschaftete Ländefelder, aber 18 durch ausgehende Handelswege. 18 Nahrung ist dazu gekommen durch Handel. Macht natürlich ein Riesenwachstum für die Stadt. Dazu kommt eben Produktion. Auch ähnlich, ne? 23 durch ausgehende Handelswege. Also 23 Produktion alleine nur durch die Handelswege. Und bei der Wissenschaft ist es eben genauso. 14 durch die Handelswege und so weiter. 19,5 durch Bevölkerung und dann eben nochmal 15%, nämlich 7,7 durch die Modifikatoren, also durch Pingala. Da kann man das nochmal schön im Detail sehen. Ich finde das eigentlich eine ganz nette Übersicht, sollte man sich mal angucken. Und was uns natürlich jetzt die nächste Frage stellt ist, wir sind hier am Wohnraum-Cap. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie kriegen wir in London jetzt noch mehr Wohnraum zurecht. Wir bauen jetzt zum Beispiel gerade die Schiffswerft. Die gibt uns keinen neuen Wohnraum, aber dafür natürlich nochmal neue Erträge. Aber wir müssen mal gucken, wie wir Wohnraum schaffen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir könnten natürlich Bauernhöfe bauen an Orten, wo wir jetzt sozusagen, ja, ich sag mal, ja, das Problem ist halt immer die aktiven Vulkane. Oder wir können halt Gebäude bauen in den Bezirken. Es gibt noch andere Sachen, die Wohnraum bringen. Ich glaube, Fischzuchten, Plantagen bringen, glaube ich, Wohnraum. Ich glaube, da gibt es auch eine Übersicht, was alles Wohnraum bringt. Modernisierungen bringen zum Beispiel meistens immer nur einen halben Wohnraum, ne? Also da müssen wir zum Beispiel auch noch mal ein bisschen gucken, dass das nicht immer so der Fall ist. Da sieht man zum Beispiel, viele Gebäude werden Wohnraum. Nach der Forschung von Keramik ist jede Stadt in der Lage, einen Kornspeicher zu bauen. Später Kanalisation. Wir können auch noch Wohnviertel hinstellen. Und ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall nochmal einplanen. Wir haben das ja schon in der Freischaltung, beziehungsweise wir arbeiten darauf hin. Ich glaube, das ist bei der kulturellen Forschung, dass wir gerne in Richtung Urbanisierung wollen. Dann kriegen wir diese Wohnviertel. Und es wäre, glaube ich, nicht verkehrt,
nochmal ein Wohnviertel für London einzuplanen. Wir hatten ja hier ein Diplomatieviertel irgendwie aufgestellt. Ich glaube, das Diplomatieviertel gibt uns auch nochmal irgendwelche Erträge. Ich glaube, das gibt uns Handelserträge, inländisches, internationales, die Kultur durch internationale Handelswege, was natürlich wiederum gut ist für Plingala. Es hat aber auch noch Gebäude. Jetzt muss ich mal gucken, Botschaftskanzlei. Die gibt uns dann nochmal Wissenschaft. Achso, 50 Wissenschaft erhalten wir. Was war denn mit dem Konsulat? 2 Einflusspunkte pro Runde, genau. Das Diplomatieviertel hilft natürlich bei der Gegenspionage und bei der eigenen Spionage. Das heißt, es ist schon wichtig, dass wir das auch bauen. Genauso wollten wir hier bauen. Wir bauen jetzt aber auch zum Beispiel, wenn ich das hier sehe, ist hier auch noch ein Aquädukt geplant. Vielleicht sollten wir das jetzt auch mal fertig bauen. Mit unserem Militärpionier, der hier steht die ganze Zeit. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Das ist ja Quatsch. Lohnt sich bei den tatsächlich nicht so viel, aber es schenkt uns zumindest eine Runde. Beim Aquädukt bekommen wir aber, glaube ich, jetzt keinen Wohnraum dazu. Das sehe ich jetzt hier gerade, weil wir hier schon Süßwasser haben. Aber theoretisch könnte das Aquädukt tatsächlich sogar Wohnraum dazu geben. Ein Bezirk, ne? Bis zu 6 Wohnraum, der noch keine Süßwasser hat, 6 Wohnraum. Städte, die bereits meine Süßwasser verfügen, erhalten stattdessen 2 Wohnraum. Das heißt, wir kriegen zumindest nochmal 2 Wohnraum dazu, wenn wir das verändern bauen. Sollte auf jeden Fall dann relativ schnell gehen. Genau, wir hatten auch noch weitere Sachen geplant. Ich würde sagen, wir stellen den auf jeden Fall wieder hier in den Militärpionier. Und wir wollten dann auch jetzt eine Handwerkerrunde machen. Jetzt haben wir aber, glaube ich, vergessen, die Handwerkerkarte reinzunehmen, richtig? Ja. Tatsächlich haben wir das tatsächlich gemacht. Ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so dramatisch. Wir kriegen halt jetzt hier eine 3 Handwerkerladung. Das ist natürlich ein bisschen, das ist tatsächlich ein bisschen doof jetzt gerade. Aber okay. Ach Mist, das ist doof. Warte mal, können wir irgendwas? Wir könnten nochmal schnell was anderes machen, was nur eine Runde dauert. Das hier. Und dann können wir die Politikkarten, glaube ich, nochmal wechseln. In einer Runde ist noch keiner der vorgefertigten Handwerker fertig. Ja, das ist besser. Dann machen wir das so. Das war nicht ganz so klug, wie wir das wollten, aber hey, müssen wir jetzt einmal durchziehen. Das war ein Fehler von mir. Da muss man echt immer darauf achten, dass man Sachen, die man plant, auch dann wirklich umsetzt. Manchmal ist das für mich auch gar nicht so einfach wegen den Folgen wechseln, wenn ich dann irgendwie 1, 2 Folgen oder eine Folge aufnehme und dann habe ich mir Gedanken gemacht und dann manchmal müsste man das einfach nochmal gucken. So, also wir wollen weiter zur Mega-Metropole. Und warum wir das alles machen in London, und darauf wollte ich eigentlich am Ende hinaus, ist, wir wollen ja in London später einen Raumhafen bauen. Und dafür brauchen wir eine ganze Menge Produktion. Und die bekommen wir natürlich auch durch Bevölkerung. Ihr habt ja gerne Gerüchte von Johann III. Verletzt. Ich frage mich oft, warum ihr so wenig redet. Langsam denke ich, ihr habt einfach nichts Interessantes zu erzählen. Ja, ich weiß nicht. Die Wissenschaft verdankt der Dampfmaschine mehr als die Dampfmaschine der Wissenschaft. So, jetzt geht's los. Wir können... Ich möchte mich, was Himmel und Hölle betrifft, nicht festlegen. Habe ich doch da wie dort gute Freunde. So, Regierung freigeschaltet. Jetzt haben wir die Regierung... Jetzt können wir die Regierung ändern. Das ist sehr, sehr schön. Und wir können jetzt mal kurz eine Sache rausnehmen. Am besten eine wirtschaftliche Sache. Und dann nehmen wir diese Handwerkergeschichte rein. Und zwar... Wo war es jetzt? Bin ich gerade blind? Da, 30% Produktion für Handwerker, neu ausgebildete Handwerker haben 2 Bauaktionen mehr. Wir packen mal die Handelsföderation raus, glaube ich. Beziehungsweise, nee, wir packen das raus. Für ein, zwei Runden. Ist ja nicht so schlimm. Und nehmen die Handwerkerkarte rein. Wir stetigen die Politik. Und dann sind es in einer Runde auch die Handwerker, die wir bauen. Oder in 2 Runden dann eben auch. Richtig geplant. Wir können vielleicht in der Zeit einfach die Marinetradition erforschen.
Dann haben wir die auch fertig. Dann verschwenden wir jetzt diese Karte nicht 9 Runden lang und können dann gleich in 2 Runden wieder auch drauf wechseln und haben die Handwerker fertig produziert mit den 5 Ladungen. Und dann gehen wir weiter in Urbanisierung und so weiter. Ja, finde ich gut. Okay. So, wir können uns neue Sachen kaufen. Marmor und Tee kaufen wir uns gerne. Wir können auch wieder Allianzen schließen. Ich glaube, mit Johann müssen wir das tatsächlich mal machen. So eine Wissenschaftsallianz würde ich ganz gerne mit ihm stellen. Genau, das hat schon mal geklappt. Und dann eine Wissenschafts-Forschungsallianz. Da kriegen wir nämlich noch mehr Forschungspunkte. Und wir würden uns das natürlich auch gerne bezahlen lassen. Wir kriegen einmalig 18 Gold dazu. Allianz ist also wieder klar und wir kriegen dadurch natürlich auch eine ganze Menge mehr Wissenschaft. So, folgendes. Der hier soll eigentlich noch das hier wegroden. Jetzt überlege ich gerade, gehört das zu London? Das Feld? Das gehört tatsächlich sogar zu London. Ja, das ist ja gut. Und dann werden wir das hier auch mal roden. Dann, wie sieht es aus mit dem Siedler? Der ist in 3 Runden fertig. Wunderbar. Auch sehr schön. Da haben wir noch eine Stadt geplant, eine coole Stadt geplant. Offene Grenzen will derzeit niemand haben. Okay, dann können wir, glaube ich, hier erstmal das gehen. Dann Annehmlichkeiten gehen natürlich runter, sollten jetzt aber wieder okay sein. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Annehmlichkeiten. Ja, Wohnraumprobleme in allen Städten, das müssen wir uns auch gucken. Und wir können Guru erwerben oder eine Allianz abgelaufen, das wissen wir auch. Okay, gut. Haben wir das erstmal so. Militärpionier kommt. Wir können jetzt Kanäle bauen. Finde ich sehr, sehr spannend jetzt. Hier sollten wir noch eine Mine errichten. Bedeutet aber auch, dass wir hier vielleicht gleich den Kanal bauen. Und dann wirklich sozusagen die Möglichkeit schaffen, hier überall durchzufahren. Und das jetzt mit den Militärpionieren auch gleich nochmal verstärken. So. Okay. Ich glaube, das passt erstmal. So, dann müssen wir uns erstmal Forschung auswählen. Also, wir haben jetzt die Dampfmaschine mit dem Kanal und dem Panama-Kanal gemacht. Wir brauchen immer noch den großen, das war auch ein Plan, die große Persönlichkeit, uns den großen Ingenieur zu kaufen. 4.265 Gold kostet der. Den wollen wir auf jeden Fall uns kaufen dann bald. So schnell wie möglich, weil wir bauen ja auch noch hier die Universität Sankore auf. Auch die wollen wir noch fertig bauen. Das sieht also soweit erstmal ganz okay aus. So. Jetzt haben wir hier einen chinesischen Kürassier. Interessant. Möchte der uns eventuell sogar helfen? Das wäre lieb. Ach. So, jetzt haben wir hier allerdings ein paar Gegner. Was machen wir jetzt? Der hier könnte den platt machen. Ja, wir rücken, glaube ich, einfach vor, ne? Ich würde gerne den... Oh, da ist auch nochmal Kohle übrigens. Das hatten wir, glaube ich, auch gesehen, ne? Der ist ja ein bisschen angeschlagen hier, ne? Können wir irgendeinem... Ja, wir hätten den im Wald ziehen können. Nee, ne? Ach, das ist aber diese... Das ist aber unsere gebrauchte Einheit, würde ich gerade sagen. Dann ziehen wir den hier rein, dass der einfach bessere Verteidigung hat. Und die kann ja theoretisch eigentlich draufgehen. Und dann ziehen wir das so rum. So, in Plymouth. Achso, Technologiebaum, genau. Universität von Oxford, eine Nahrung durch Plantagen in der Modernisierung ist vielleicht noch ganz spannend. Aber ich würde als nächstes tatsächlich Richtung Kanalisation gehen. Weil wir auch dann wieder neue Wohnraum schaffen können in unseren Städten. Das ist sicherlich spannend. Und dann geht es ja sowieso bald auch Richtung Luftfahrt schon. Da sind wir gar nicht mehr so weit weg von. Ja, könnte auch spannend sein als nächstes. Letztendlich brauchen wir das alles für die Raketen. Was brauchen wir alles für die Raketentechnik? Auch das Bankwesen sehe ich gerade. Wissenschaftstheorie und dann die Sanitätsversorgung. Vielleicht können wir die vorziehen, weil die brauchen wir alle. Wir brauchen das alles für... Die Raketentechnik, also für die Wissenschaft, für den Raketenstark und so weiter. Ja, dann würde ich fast sagen, wir machen erstmal das.
Also Sanitätsversorgung bedeutet, wir müssen erstmal das alles machen. Und das geht eigentlich relativ schnell. Und dann gucken wir weiter. Ja. So, hier wollten wir einmal ein Sägewerk platzieren. Beziehungsweise einmal roden und dann eine Mine platzieren. Ansonsten sind wir, glaube ich, soweit erstmal ganz gut aufgestellt. Der Militärpionier ist unterwegs. Der wird jetzt aber das Aquädukt nicht mehr supporten, weil wir das hier bald wahrscheinlich fertig gerodet bekommen. Da sehe ich weniger Probleme. So, was machen wir mit dem hier? Der Staudamm ist ja fertig. Wir könnten hier also noch auf jeden Fall sehr, sehr schöne Bauernhöfe platzieren. Das würde auf jeden Fall ein bisschen mehr Nahrung geben hier noch. Für die Stadt. Die ja zwar einen Wohnraum hat, aber dann natürlich deutlich weniger Probleme damit hat. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Das sieht alles gut aus, ne? Wir können also erstmal ausruhen eigentlich. So, hier wollten wir weiter erkunden. Und hier war das Problem, dass wir hier unten irgendwie eine freie Stadt hatten und wir das nicht riskieren wollten. Wir haben auch noch Zeit fürs nächste Zeitalter, also der Schuh drückt noch nicht so doll. Brauchen aber natürlich jetzt nicht auch nicht ewig warten, bis wir das alles machen. Okay, dann machen wir weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, 213 Wissenschaftler haben wir jetzt übrigens. Jetzt haben wir die Agenda erfüllt mit Gerüchten. Okay, spannend. Auch interessant. Mit 214 Wissenschaft produzieren wir übrigens schon als die zweitmeiste Wissenschaft pro Runde nach Johann dem Dritten, nach dem Portugiesen. Spannend, dass wir jetzt so schnell aufgeholt haben. Ja, das müssen wir leider riskieren hier, das ist ein bisschen doof. Wenn man der Bank 100 Dollar schuldet, hat man ein Problem. Wenn man der Bank 100 Millionen Dollar schuldet, hat die Bank ein Problem. So, wir haben einen neuen Handelsweg. Das ist ein Handelsweg, glaube ich, aus London, wenn ich das richtig sehe. Und da wollen wir natürlich auch mal gucken, was da jetzt so produktionsgoldmäßig möglich ist. Und Hongkong ist mit Abstand der beste Weg. Ne? Wir gehen wieder nach Hongkong. Das machen die alle schon richtig. So, Handwerker sind fertig. Seht ihr? Einmal 5 Ladungen und da nochmal 5 Ladungen. War also sehr, sehr, sehr gut, dass wir das nochmal umgestellt haben. Wir könnten auch Cahokia-Hügel bauen. Was bringt uns denn Cahokia-Hügel? Bringen plus 3 Gold. Steht erhalten plus 1 Annehmlichkeit durch ihre erste Cahokia-Hügel-Modernisierung. Mit der Entdeckung der Naturgeschichte erhalten steht da eine Annehmlichkeit durch ihre zweite Cahokia-Hügel-Modernisierung. Plus 1 Nahrung für je 2 angrenzende Bezirke, wenn Feudalismus entdeckt wurde. Oder für jeden angrenzenden Bezirk, wenn Normbatteil erforscht wurde. Bringt einen Wohnraum. Ja, das tut. Eigentlich könnten wir auch Cahokia-Hügel bauen. Die bringen uns ja noch ein bisschen Geld, ne? Boah, das können wir tatsächlich wirklich machen. Das würde sich hier mega, also eigentlich ganz gut anbieten. Warte mal, ich muss noch mal lesen jetzt mit den Cahokia-Hügeln. Bringen 3 Gold, also 3 Gold kriegen wir auf jeden Fall dafür, was ja wichtig ist. Städte erhalten plus 1 Annehmlichkeit durch ihre erste Cahokia-Hügel-Modernisierung. Mit der Entdeckung der Naturgeschichte erhalten Städte eine Annehmlichkeit durch ihre zweite Cahokia-Hügel-Modernisierung. Plus 1 Nahrung für je 2 angrenzende Bezirke, wenn Feudalismus in okay, Bezirke angrenzen haben wir nicht. Wir könnten hier einen Cahokia-Hügel hinstellen und da würde sich das vielleicht am ehesten noch machen hier, oder? Weil wir kriegen ja, hier sind 2 Bezirke angrenzend. Bauen hier Bauernhöfe und hier einen Cahokia-Hügel auf. Das wäre es doch eigentlich. Dann schicken wir den einen Handwerker da hoch. Machen das so. Ja. Ja, finde ich gut. So, Produktion wählen. Aquädukt ist fertig. Das ist ja perfekt. Wenn das Aquädukt jetzt schon fertig ist, dann würde ich fast sagen, wir müssten eigentlich jetzt den Kanal bauen. Und, haha, spannend. Spannend, spannend, spannend. Was ist das Ausrollen? Achso, war die Modernisierung. Wir können den Kanal tatsächlich auf dem Vulkanfeld bauen. Das ist natürlich cool. Das würde bedeuten, das machen wir dann auch so. Ja, ja. Auf jeden Fall. Wir wollen den Kanal hier bauen. Wir wollen den Produktion hinzufügen.
Und wir werden hier auch nochmal roden. Dann lassen wir den ursprünglichen Plan. Dann brauchen wir den da nicht bauen. Dann kann der nämlich weg. Das ist ja perfekt. Und wir können das hier lassen. Sehr cool. Das klappt also. Und wieder was entdeckt. Das geht also. Dann können wir Räucherwerk verkaufen. Ich glaube für 5 und 10 ist ganz gut. Und 0 für 10 an Johann. Wir verkaufen das an unsere Allianzpartner, beziehungsweise die, die uns mögen. Kupe und Johann. So. Wenn wir jetzt schon mal hier oben sind, dann würde ich fast sagen, machen wir hier auch weiter. Auch hier haben wir die Möglichkeit, theoretisch Kahokia-Hügel zu bauen. Ich finde das ja alles spannend, was es hier Möglichkeiten gibt. So, hier wollen wir roden. Und die Minenstellen hier müssen wir dann mal angreifen. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir reiben erstmal um die Einheit auf, die wir sowieso nicht... Die wir sowieso bald wieder zurückbekommen. Ja. Warte mal, wer ist denn hier kurz vor einer Heilung? Ja, beide nicht eigentlich. Ehrlicherweise. Klüger wäre es, den anzuziehen. So, dann ziehen wir... Ja, nicht zu weit vor. Den erstmal hier hin. Eigentlich müsste der sich dann hier retten noch. Aber... Wir gehen dann mit dem anderen wieder vor. Ja. Mal ausheilen, eine Runde ist auch okay. Gut, Produktion wählen in Sheffield. Ich würde jetzt weitere Militärpionier machen. Wir brauchen noch mindestens einen. Für den Kanal, den wir unten geplant haben in Liverpool. Den können wir jetzt auch bauen übrigens. Wie geplant. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir uns den Ingenieur jetzt schon kaufen können. Nein, nächste Runde. Dann können wir uns den kaufen. Perfekt. Das ist super. Das gefällt mir sehr gut. Okay, dann können wir, glaube ich, weitermachen. Eine Runde können wir dann die Politikkarten wieder ändern. Ich würde jetzt erstmal noch... Wir können gleich nochmal gucken, ob wir uns vielleicht nochmal einen Handwerker kaufen können. Wenn wir den großen Ingenieur gekauft haben. Wir können uns nochmal hier hingehen, dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Aber erstmal, wie gesagt, den großen Ingenieur kaufen. Und wir wollen natürlich den Panama-Kanal bauen. Auch das wollen wir noch machen. Da müssten wir dann relativ gut hier reinstecken können in das Projekt. Die Marine hat sowohl Tradition als auch eine Zukunft. Und wir sehen mit Stolz und Zuversicht in beide Richtungen. Sehr schön. So, Politik ändern, dann können wir die Handwerkerkarte jetzt wieder rausnehmen und nehmen natürlich wieder die Wissenschaftskarte rein. Sehr schön. Wir können auch mal gucken, wir hätten auch noch, oh, die Seefahrtinfrastruktur. Oh, die müssten wir eigentlich auch reinnehmen. 31 Gold. Oh, das ist natürlich jetzt ein Fund, ne? Wir brauchen andere Regierungsformen. Eigentlich. Wir bräuchten die Regierung mit mehr, also wir müssen sowas hier machen. Wir brauchen jetzt eigentlich müssen wir jetzt stark Richtung Kommunismus gehen als nächstes. Weil wir damit natürlich deutlich mehr Wissenschaft machen. Wir haben noch mehr Produktion pro Bürger in der Städte mit Gouverneur. Das ist so viel besser. Das wäre jetzt das Beste, was wir brauchen. Wir müssen jetzt eigentlich mal gucken, dass wir jetzt in Richtung Kommunismus kommen. Das dauert aber noch ein bisschen, ne? Aber das wäre eigentlich das, was wir jetzt brauchen. Da, Klassenkampf. Ich würde aber sagen, wir gehen erst in die Urbanisierung. Und dann den Rest. Also das würde ich tatsächlich noch machen. Wir kriegen noch einen Gouverneurstitel und das. Unsere Kultur ist halt nicht besonders stark. Da können wir natürlich noch mal ein bisschen gucken, ob wir da was machen können. Aber das ist natürlich jetzt ein Brett. Die Karte hier. Das ist echt ein Brett. Die nicht einzunehmen wäre natürlich schon
fatal. Vielleicht machen wir das einfach mit der und... Ja, der Wissenschaftsbonus ist natürlich auch wichtig. Ja. Aber hat denn unsere... Also, ich gucke jetzt gerade, ob jetzt unsere Hauptstadt gerade Wissenschaft hat, ne? Unsere Hauptstadt hat ja noch gar keinen Campus, oder sehe ich das falsch? Hat unsere Hauptstadt einen Campus? Nee, ne? Doch. Klar. Aber wo? Ach klar, da unten. Den haben wir hier unten hingebaut. Natürlich. Ja, okay, dann ist der wissenschaftliche Ertrag schon auch wichtig, ne? Dann kann man das hier nicht wegleugnen, hier. Und die internationalen Handelswege eigentlich auch nicht, weil wir da auch die Kultur bekommen und sonst zu wenig Kultur bekommen. Also das können wir eigentlich nicht rausnehmen. Ah, schwierig. Also, ich finde halt die Produktion in allen Städten, die wir da dadurch natürlich noch bekommen, ist natürlich krass. Wir haben ja gefühlt in jeder Stadt einen Hafen. Ich glaube, das wiegt schwerer als das hier. Wir könnten natürlich... Nee, das ist besser. Also ich nehme das hier rein. Das müssen wir reinnehmen. Das müssen wir auf jeden Fall reinnehmen. So, Gesandten schicken. Ich würde ganz gerne wieder Suzerän werden in Valletta. Muss ich ehrlich gestehen. Ich fand das doof, dass wir es nicht waren. Und ich bin immer noch der Meinung, wir brauchen noch weitere... Also wir können jetzt Mogadischu zum Beispiel nehmen, die wir entdeckt haben. Gibt uns ja nochmal mehr Gold. Und in jedem Markt oder Leuchtturm. Vielleicht ist das auf jeden Fall nochmal ein Punkt, den wir brauchen. Ja, Werft und so weiter haben wir dann später auch noch. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal ein Punkt, der uns nochmal ein bisschen mehr Gold gibt. Und ansonsten würde ich sagen, lassen wir es jetzt erstmal. Alle anderen brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. So, also hier kriegen wir tatsächlich 3 Gold und gewährt 1 Wohnraum. Und hier kriegen wir 1 Nahrung und gewährt 0,5 Wohnraum. Das wäre super spannend, mal zu wissen, was der Kahokia-Hügel hier bringt. Was bringt. Aber ich würde sagen, hier bauen wir den Bauernhof. Auf jeden Fall. Und dann bauen wir den hier auch, den Bauernhof. Dann ist das auf jeden Fall nochmal deutlich verwässert. Und hier würde ich das mit dem Kahokia-Hügel mal probieren. So oft habe ich den in der Vergangenheit auch nie gebaut. Hier wurde Frieden geschlossen. Es wurde eine Sondersitzung des Weltkongresses einberufen. So, ich sehe, wir haben jetzt aber hier kaum mehr Gegner, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ne? Wir sind jetzt, glaube ich, auf einem ganz guten Stand. So, Mine wurde gebaut. Das hilft der Stadt auf jeden Fall mal weiter. So. Auch hier die Möglichkeit eines Baus eines Kahokia-Hügels. 3 Gold, 1 Wohnraum. Den finde ich aber da schon wieder besser. Dann würde ich hier einfach nur einen Bauernhof bauen. Wir haben hier so viele Möglichkeiten, Bauernhöfe zu bauen. Und für Wohnraum zu sorgen. Ja. Machen wir doch einfach mal. Wir werden jetzt einfach mal das, was wir bewirtschaften können, jetzt einfach bewirtschaften. Wo wir jetzt auch nichts anderes geplant haben. So, du hast jetzt noch eine Sache frei. Du kannst auf jeden Fall den Siedler mal supporten. Das heißt, das behalten wir uns auf, die Einladung. Für die Stadtplatzierung. So, du baust weiter unseren Kanal. Dann bist du nämlich hier schon fast wieder durch. Und kannst dann Liverpool helfen. Dann kaufen wir jetzt unseren großen Ingenieur. Nicht vergessen. Ja. Es gibt noch weitere 3 Zeitalterpunkte. Das ist auch nicht schlecht. Und dieser große Ingenieur, wo ist er jetzt? Da. Der hat 3 Aktionen. Das ist wunderbar. Den schicken wir jetzt erstmal in eine andere Stadt. In der nächsten Runde. Der soll dann nach Manchester die Universitätsvereine bauen und dann den Panama-Kanal aufbauen. Es gibt ja auch nochmal Zeitalterpunkte dann. Und das eigentlich ganz nett ist. Genau. Okay, und wir gucken mal, dass wir hier noch ein bisschen was erkunden. So, jetzt haben wir 513 Gold. Jetzt haben wir, glaube ich, die Handwerkerkarte schon rausgenommen. Hätte wahrscheinlich noch was dafür gebracht, dass wir noch einen weiteren Handwerker hätte kaufen können. Wobei Handwerker auch schon 615 Gold kostet. Also hätte das jetzt nicht so schlimm gewesen. Wir können aber trotzdem mal gucken, dass wir jetzt in einigen Städten noch ein bisschen supporten.
Also mit kleineren Gebäuden. So, also nicht mit diesen Bezirksgebäuden, weil die sind ja eigentlich relativ teuer. Also die kann man auch alle bauen, die sind ja relativ gut. Aber wir haben auch noch Städte, glaube ich, wo wir vielleicht nochmal eine Wassermühle kaufen können oder sowas. Also in Bradford zum Beispiel gibt es noch eine Wassermühle. Das wird nochmal ein bisschen Nahrung mehr geben für die Nahrungsfelder. Und ein bisschen mehr Produktion. Finde ich zum Beispiel ganz gut. Können wir schon mal machen. Und auch in Birmingham haben wir da noch die Schiffswerften offen. Okay. Hier ist auch nur die Schiffswerft offen. Okay, guck mal, dann haben wir das dann auch schon mal gemacht alles. Das freut mich auch. Sehr schön. Und dann hoffe ich, dass wir gleich noch unsere neue Stadt gründen können, nämlich unsere coole Stadt. Die brauchen wir auf jeden Fall für die Energie, für die ganzen Industriebezirke, wenn wir dann später in Richtung Fabriken gehen und so weiter. Und dann können wir, glaube ich, erstmal in die nächste Runde. So, Gold ist da, Wissenschaft ist da. Ein Wunder wurde gebaut. Die Universität von Oxford wurde jetzt erst gebaut. Oha, krass. Ja, das kriegen wir hin. Das muss ich mir noch irgendwie merken. Ich schreibe mir das hier mal eben auf. Einen Moment. Ja, genau. So, auf Wiedersehen. In Runde 188 wurde die gebaut. Okay. Oxford 188. Okay. Und wir haben den Weltkongress und können mal in den Abstimmungsbeginn gehen. So. Hilfsanforderung. Lass uns mal mitmachen bei der Hilfsanforderung. Wir können zumindest ein bisschen was abgreifen. Es gibt zwar nur Diplomatie-Siegpunkte, aber vielleicht auch diplomatische Gunst. Fast Zweiter zu werden wäre fast schöner. Dann könnten wir das einfach dann im Zweifel dann wenn die Fakten nicht zur Theorie passen, ändere die Fakten. Und werden die Wissenschaftstheorie erfordert. So. Es machen einige mit. Und einige haben auch schon Minus-Sachen. Und wir sind auf jeden Fall auf dem ersten Platz. Und wir können mal gucken nach 30 Runden, ob wir da irgendwie mal ein Gold spenden oder sowas. So, mehr Annehmlichkeiten benötigt in Liverpool. Okay. Spannend. Dass es da nicht genug gibt, ist verwunderlich. Wir gucken mal, dass wir jetzt schon auf jeden Fall... Ach, wir hätten jetzt auch zu Ende bauen können, aber gut, die eine Runde. Naja, okay, gut. So, hier bauen wir auf jeden Fall nichts weiter. Weil, wie gesagt, Vulkanfelder. Ja, genau, wir wollten den ja opfern für den Siedler. Also der Siedler ist fertig. Der Siedler ist unterwegs. Der Ingenieur geht auf jeden Fall jetzt in eine andere Stadt, und zwar nach Manchester. So wie geplant. So, du baust... Ah, du kannst da nicht hin. Toll. Hier ein Kahokia. Und guck mal, hier kriegen wir tatsächlich eine Nahrung und drei Gold und einen Wohnraum, weil wir hier zwei Bezirke daneben stehen haben. Ja, okay, dann lohnt sich das natürlich in den Sachen dann mehr. Wenn da wirklich auch Bezirke daneben stehen, lohnt sich diese Kahokia-Hügel natürlich total. Am besten zwei Bezirke. Das müssten wir uns dann tatsächlich mal für hier merken, weil hier würde dann auch ein Kahokia-Hügel wahrscheinlich. Ja. Ja. Total, also dann besser sein, ne? Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist ganz cool. Da können wir aber nochmal richtig supporten, finde ich, unsere Stadt. Das finde ich ganz nett. Okay, Wettkampf hat begonnen und Wetter klingt ab und Oxford wurde gebaut. So, Produktion wählen. In Bristol haben wir den Siedler jetzt gebaut. Das nächste wäre tatsächlich, die Werkstatt zu bauen, also das Industriegebiet weiter auszubauen. Gibt weitere Produktion. Gibt auch einen Bürgerplatz. Kein Wohnraum dazu. Wohnraum ist aber auch schwierig gerade hier. Wir könnten auch weitere Bezirke bauen, die sind aber gar nicht geplant. Dann würde ich sagen, machen wir einfach die Werkstatt. In Sheffield. Weitere Pioniere brauchen wir erstmal nicht. Wir könnten jetzt mal tatsächlich vielleicht ein bisschen Kunst ranholen, um einfach nochmal ein bisschen die Kultur zu steigern. Das fände ich, glaube ich, ganz gut. Wir haben jetzt sonst keine weiteren Sachen geplant. Eventuell einen weiteren Raumhafen hatten wir hier geplant, aber ich glaube, den brauchen wir hier gar nicht. Aber ich würde jetzt einfach erstmal dieses Kunstmuseum bauen. Ich glaube, das ist in Ordnung. So, und in Preston könnten wir das theoretisch auch machen. Fabrik würde ich noch nicht bauen, weil wir noch mit der Kohleversorgung noch nicht so weit sind. Ja, könnten wir machen, wenn Energie, weil Elektrizität haben wir noch gar nicht freigeschaltet, ne?
Das wäre dann das nächste hier oben. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das jetzt brauchen, aber ich glaube schon. Ja, wobei, wir können das schon machen. Wir haben jetzt ja in 7 Runden die Stadt. Dann haben wir fangen wir an, auch Kohle zu produzieren. Ja, wir müssen dann aber das Kohlekraftwerk eigentlich bauen, ne? Dafür brauchen wir die Fabrik. Aber vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann haben wir hier schon mal die Möglichkeit, das zu machen. Vielleicht ist das Sinnvollere als erstmal, um die erste Fabrik zu bauen. So, du kannst da eigentlich alles machen, was du möchtest. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns strategisch gut vorbewegen. Ja, wir haben auf jeden Fall noch Gegner da. Das war klar. Dann schicken wir... Ja, den hätte ich jetzt ganz gerne vorgeschickt, ehrlicherweise. Den müssten wir mal ein bisschen ausheilen. Aber das sieht ja ganz gut aus, dass wir da jetzt mal zurande kommen. Und das passt da auch. Okay. So, du sollst jetzt eigentlich dahin. Das geht natürlich jetzt im Moment nicht. So, und du hast eigentlich gar keinen Job. Du kannst eigentlich mal... Ja, hier ist eigentlich auch alles geregelt. Da sehe ich jetzt im Moment auch keine Sachen, die wir machen wollen. Hier oben, wenn wir noch sehr viel Bauernhöfe bauen. Hier können wir natürlich auch überlegen, hier noch ein Bauernhof, da noch ein Bauernhof, da noch ein Bauernhof. Dann ist der aber auf jeden Fall auch komplett aufgebraucht. Aber ich sehe im Moment auch keine weiteren Betätigungsfelder. Was wir machen könnten, wäre, den nochmal hier hinzuschicken. Auch wenn der einen weiten Weg hat, aber dann nochmal das zweite Kohlefeld zu modernisieren und hier in der Stadt ein bisschen zu supporten, wäre nicht schlecht. Da ist nichts. Ansonsten hätten wir dann hier unten halt noch einige Sachen zu machen. Der könnte dich den auch nochmal hinschicken. Aber alles okay soweit, dann lassen wir das erstmal. Ich würde sagen, ja, der geht schon mal vorsichtig auf das Kohlefeld. So, der bleibt da stehen. So, und wir versuchen hier mal die Weltumsegnung anzugehen. So, 904 Gold. Wir können mal gucken, ob wir dann in London zum Beispiel was kaufen. So, Kanalisation ist zum Beispiel das nächste, was wir freigeschaltet bekommen. Dass wir das Geld dafür sparen und dann eben halt in den Städten... Oder wir kaufen uns hier die Schiffswerft und bauen dann gleich den Industriebezirk. Das schauen wir dann gleich mal, dass wir auf jeden Fall London noch ein bisschen supporten. Am besten wäre ja Wohnraum tatsächlich. Die Kanalisation dauert jetzt noch 5 Runden. Da haben wir also noch ein bisschen Geld übrig. Jetzt stellt sich da das nächste hin. Ja, die Botschaft ist sehr willkommen. Können wir gerne machen. Gibt ja auch wieder Geld. Unser Kanal ist gleich fertig übrigens. Das ist schon ziemlich cool, ne? Da, die Öffnung des London-Kanals bringt der Stadt den neuen Handel und mehr Wohlstand ein. Ja, das ist unfassbar. Klar, wir müssen zwar die Bezirksreparaturen immer mal machen, aber alleine, dass unser Schiff jetzt oder unsere Schiffe allgemein jetzt hier durch können, ist natürlich ein Traum. So, jetzt supporten wir erstmal den Bau der Universität. Gelehrte sind die Erben der Propheten, denn die Propheten haben kein Vermächtnis des Wohlstands, sondern des Wissens hinterlassen. So, Sankore wurde gebaut, sehr schön. Sehr, sehr cool. Auch eine große Persönlichkeit wurde aktiviert, aber viel schöner ist, dass wir jetzt nochmal ein eigenes Weltwunder gebaut haben. Manchester dadurch noch ein bisschen mehr Wissenschaft abgreift und jetzt können wir tatsächlich den Panama-Kanal bauen. Jetzt bin ich aber wie bauen wir den 3 Felder groß? Nein. Warte mal. Wenn wir den hier hinbauen, wird das gemacht. Wenn wir den dahin bauen, die beiden Felder hier. Und wenn wir den hier hinbauen, wir bauen den hier hin, oder? Also jetzt bin ich unschlüssig, wie wir den bauen müssen. Ich habe den ja noch nie gebaut. Also rein logisch betrachtet würde ich sagen, wir bauen den hier hin. Ja, okay, gut. Da wird er so gebaut, wie ich das vorhatte. Ich dachte nämlich gerade, okay... Dann können wir darüber gehen. Alles klar. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Panik, weil ich nicht wusste, wie der jetzt genau ausgelegt wird. Aber okay, dann ist ja genauso, wie wir uns das dachten.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Übrigens haben wir noch Fischressourcen, die wir monetisieren können. Also wir brauchen, also ich glaube, noch mehr Handwerker. Wir müssen irgendwann nochmal mehr Handwerker für den Süden erschließen. Genau, der dahin, du kommst dahin. Du bist jetzt ja arbeitslos, ne? Sind das, das war immer eine Dürre, ne? Hier sind keine, vielleicht sind flache Wüsten. Ich würde den tatsächlich jetzt erstmal hier rüber schicken. Aber hier ist natürlich ein super langer Weg, 9 Runden hier hin. Also erstmal nach da, tatsächlich. Ich hoffe, dass ich dann jetzt mal das zerbauen darf. Bald. So. Hier war jetzt die Frage, ob wir grundsätzlich noch einen Staudamm bauen konnten in Leeds, ne? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ob wir theoretisch hier oben noch einen bauen können. Ich würde tatsächlich mal, nur mal um das zu testen. Also hier können wir natürlich keinen mehr bauen, weil hier an diesem Fluss schon einer gebaut wurde. Da ist ein Staudamm für den Fluss ist einer gebaut, aber für den halt noch nicht. Und das wäre jetzt die Frage, ob wir hier zum Beispiel noch einen Staudamm bauen könnten. Also wir können ja im Moment keinen bauen. Das heißt, hier lohnt sich das halt nicht. Aber in anderen Sachen vielleicht schon. Dann irgendwann. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt brauchen wir es erstmal nicht. Auch hier können wir die Fabrik bauen. Wir können den Campus weiter ausbauen. Ich würde aber sagen, wir bauen auch hier die Fabrik. Es ist nur die Frage, ob wir... wie viel Energie wir erzeugen können für die Industriegebiete, die wir haben. Und ob wir uns das ein bisschen aufheben. Also die ist natürlich... wie viel haben wir denn? Wir haben 1, 2, 3, 4 Industriegebiete. 5, 6. 6 geplante. Kriegen wir die alle energieversorgt? Ich meine, Kohle haben wir ja relativ viel. Wir kriegen jetzt plus 5 pro Runde. Hier kriegen wir nochmal 3 dazu. Und wir können dann einiges vielleicht auch auf Öl machen später. Ja, ich denke, wir machen das jetzt einfach mal. So, Kanal ist fertig. Jetzt würde ich fast sagen, eigentlich würde ich jetzt gerne das Industriegebiet bauen. Und ich würde da tatsächlich sagen, wir kaufen uns jetzt die Schiffswerft. So, dann sind wir in London auch wieder ein bisschen reicher. Ja, perfekt. Und dann können wir uns dann richtig Richtung Raumhafen bewegen und so weiter. Das läuft doch alles sehr gut. So, das wollen wir erstmal machen hier. Und dann würde ich mich gerne hier einfach ranbewegen. Und den noch ein bisschen als Backup lassen. Wobei, der braucht hier Unterstützung. Flankierungsbonus. So, du bist immer noch da. Okay, das ist toll. Danke für nichts. Und dann gucken wir hier mal weiter rum. Ah, guck mal. Die holländischen Ebene. So, wir sind in Busan. Wir wollten eigentlich Technikbonus stehlen. 50% Chance. Wir probieren's. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Das wäre aber ganz cool eigentlich. Das hilft natürlich. Und dann können wir, ich glaube, noch eine Runde weitergehen. Oder? Ja, wir machen noch eine Runde. Komm. Läuft doch gerade so gut. Ich möchte den Panama-Kanal noch ein bisschen supporten. Hier hätten wir eigentlich noch einen Theaterbezirk bauen müssen auf die Oase, ne? Vielleicht können wir den hier noch hinbauen. In Manchester. Auf die Steinressource. Damit wir diese, damit die Wunder irgendwie auch noch einen weiteren Sinn haben, oder? Lass uns mal hier noch einen einplanen. Mit plus 4 Kultur lohnt sich das sogar richtig. Und wir können die Steinressource dann sogar roden. So, Wale können wir verkaufen. Machen wir. Sehr gerne. Offene Grenzen nicht. Haben wir noch irgendwo Amphitheater weitere, dass wir noch große Werke kaufen können? Oh ja, wir können noch große Werke kaufen. Das machen wir auf jeden Fall. Große Werke. Schriften. Für 13. Ich würde das gerne von der Chinesin machen. Ich habe bei der... nicht, dass ich dir jetzt Geld geben will, aber...
Die kriegt dann einfach weniger Kultur. Denn die ist ja natürlich kulturell sehr, sehr stark. Johann auch, aber gut, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen mehr Kultur geschaffen. Und dann können wir hier vielleicht auch noch einfach dann tatsächlich einfach nochmal den Dings bauen. Also ich möchte mit der Sea Dog eigentlich in das Gewässer. Das heißt, ich möchte wissen, warten, bis der Panama-Kanal fertig ist. Und wer sonst als unser Schiff, unsere Welle an Dings hatte, das hätte es verdient, da durchzugehen. So, in Liverpool ist der Händler fertig. Auch den schicken wir jetzt tatsächlich, glaube ich, nach London. Außer wir haben jetzt in London keinen guten Handelsweg mehr. Lass uns mal verfügbare Wege anschauen und dann nicht Ziel, sondern von. Wo können wir London sehen? Hat London noch gute Wege? Ursprung? England. Ach ne, das sind ja nur innere Wege. Ziel. Alles. Internationale Routen vielleicht noch. Also, guck mal, London nach Tichuan. Wir können die nach China noch schicken, relativ gut. Für viel Geld. Ja, wir sollten das auf jeden Fall machen. Wir schicken dich natürlich auch nach London. Oh, wir können jetzt endlich unseren letzten Bauernhof bauen. Na, Gott sei Dank. Hat ja auch nur lange genug gedauert. So, hier eine Reisressource anschließen. Das ist auch auf jeden Fall auch ein Bauernhof. So, du gehst... Ja, ich weiß gar nicht. Dahin? Dahin? Da müssen wir den Wald roden. Ich würde sagen, dahin. Und du gehst dahin. Und dann gehört das ja eh gleich dir. Und da ist auch ein Siedler. Oh, 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 oh. Gott sei Dank haben wir... Ich glaube, wir sind noch in der Vorreiterrolle, oder? Ja, ja. Okay. Das war aber knapp. Das war wirklich knapp. Das hätte uns echt fast noch was gekostet. So, also, der wartet jetzt auf die Fertigstellung des Panama-Kanals. Was ist mit unseren Militärpionieren denn hin? Wo sind die denn jetzt eigentlich abgeblieben? Der bis da. Wo ist der andere? Der ist da. Ja, dann mal los. Hier muss was gebaut werden. So, und hier können wir jetzt einfach das Ding einnehmen, oder? Ich glaube, dann hat es besser gemacht. Ja, Gott sei Dank, endlich. Und wir kriegen nochmal ein bisschen Gold, XP und so weiter. Ach, guck mal, und die Einheit hat sich jetzt auch aufgelöst. Also das hat sich jetzt tatsächlich dann ja auch gelohnt. Hier bleiben wir erstmal. Und, ja, du solltest doch... Was, können wir das jetzt nicht mehr machen? Warum, was ist denn jetzt hier los mit dem... Haben wir noch einen Spion? Ach, wir haben zwei Spione. Oh, okay. Warte mal. Nee, dann wollen wir den in eine andere Stadt transferieren. Ah, okay. Okay, 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 okay. Ich verstehe. Dann vielleicht nach... Dann nach Yongjin, die Hauptstadt, oder? Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer werden. Aber von den Holländern kennen wir keine Städte, die das machen können. Ja, dann schicken wir den nach Yongjin. Ach! Mist. Das habe ich ganz, da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh, hier müssen wir aufpassen mit den freien Städten. Da ist immer noch die freie Stadt. Okay, also, Handelsweg machen wir ab London. Panama-Kanal wird nächste Runde fertiggestellt. Der Handwerker hat noch ein bisschen was zu tun hier oben. Ansonsten haben wir einen Handwerker, der jetzt Richtung Westen zieht. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt abgeblieben ist. Der steht da im Moment. Der soll auf jeden Fall irgendwie hier in die Richtung noch ziehen. Der kann dann auch noch in Manchester was machen. Wir gucken mal. Und vielleicht kaufen wir uns in Manchester hier nochmal einen Handwerker. Auch wenn das nur drei Ladungen sind. Um Fische anzuschließen, hier einmal zu roden. Und dann hier weiter zu bauen. Ja, ist ein bisschen verschenkt. Wir gucken mal, dass wir dann irgendwas mit der Handwerkerkarte so machen. In fünf Runden. So ganz dringend ist es ja nicht. Wobei, den Theaterbezirk haben wir noch andere Sachen, die wir machen können. Wir könnten Stadtmauern bauen. Wir könnten aber nichts mehr weiter ausbauen. Nee, dann würde ich fast sagen, machen wir das mit dem Handwerker einfach. Auch wenn er jetzt nur drei Ladungen hat. Das ist schon krass verschenkt, ne? Oder kaufen wir uns den dann, wenn dann, einfach hier in Dings, um wenigstens vier Ladungen zu haben. Oder wir schicken den Handwerker darüber. Aber das dauert ewig. Das ist auch irgendwie nicht sinnvoll. Also,
Wir können natürlich gucken, aber ich möchte jetzt eigentlich sehr schnell hier in die Urbanisierung gehen und jetzt hier nicht mehr groß abwarten. Wir haben jetzt auch erstmal keine kulturellen Geschichten, die noch weniger Runden bringen. Und ich will auch die Karte nicht verschenken, also lassen wir das. Dann machen wir das einfach hier, so wie ich geplant habe, und kaufen wir einfach einen Handwerker. Auch wenn es ein bisschen teurer ist und drei Ladungen sind, aber Handwerker ist da. Der kann dann hier walten, hat dann ein bisschen was zu tun, wir können hier roden und so weiter. Und wir sind natürlich jetzt langsam tatsächlich im Punkt, jetzt mal noch Zeitalterpunkte zu sammeln. Sollten wir aber hinkriegen. Also, das alles in den nächsten Folgen. Die nächste Folge dann schon am Mittwoch sozusagen. Und ja, bis dahin freue ich mich auf eure Kommentare, dass ihr zuschaut. Vielen, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.